gefragt hat. Hallo zusammen, wie nähe ich mit meinem Standardfüßchen eine Naht von einem halben Zentimeter an meinen Patchwork-Block? Dazu fertige ich mir einen kleinen Helfer an. Ich nehme ein Blatt Papier und ein Lineal und zunächst einmal zeichne ich eine Linie mitten auf mein Blatt Papier, ganz gerade an meinem Lineal entlang. Rechts und links dieser Linie ziehe ich noch eine Linie mit einem halben Zentimeter Abstand. Meine Mittellinie, meine Linie mit einem halben Zentimeter Abstand. Das wiederhole ich auf der gegenüberliegenden Seite. Diesen Helfer klebe ich mir genau vor meinen Untertransport. Ich schaue, dass meine Mittellinie genau parallel zu meiner Nadel verläuft. Wenn das der Fall ist, klebe ich das Ganze fest. So. Nehmt so ein Soft-Klebeband, das lässt sich nachher sehr gut wieder lösen und hinterlässt keine Spuren auf beiden Seiten. Wenn wir unsere Linien gezogen, das Ganze ausgerichtet und festgeklebt haben, können wir unsere Naht nähen. Wir legen unsere beiden Stoffe übereinander, die Außenkanten treffen aufeinander, unsere Nahtlinie wird hier durch die schwarze Linie angezeigt, unsere aufeinandertreffenden Außenkanten schlagen an der roten Linie an und wir nähen das Ganze einmal unter der Maschine ab. Holen das unter der Maschine hervor, schneiden die Fäden ab und schlagen das Ganze einmal zurück. Das Gleiche wiederholen wir auf der zweiten Seite. Wir können uns nun hier zur anderen Seite ausrichten. Wir legen das Ganze wieder an. Das schlagen wir wieder übereinander, richten unsere Nahtzugaben aus, richten unsere Spitze aus. Unsere Nahtzugaben schlagen mit der roten Seitenkante zusammen und wir nähen das Ganze ab. Wir öffnen und wir haben die perfekte Spitze hier für Flying Geese. Alles passt ganz genau. Viel Spaß beim Nähen. Tschüss!